Herr Präsident, Winfried Kretschmann hat mal gesagt, der derzeitige Länderfinanzausgleich ist bescheuert. Ihr Antrag und Ihre Klage ist es auch, liebe Kolleginnen und Kollegen. Deswegen überrascht es auch nicht, dass Horst hier allein zu Hause ist, weder Hessen noch Baden-Württemberg. Grüße Sie. Allein zu Hause ist denn weder Hessen noch Baden-Württemberg, obwohl sie Geberländer sind und obwohl sie, wie auch die Grünen, den Länderfinanzausgleich ändern wollen. Sie haben ja mit Recht darauf hingewiesen, dass wir ein Konzept haben. Weder diese Länder oder diese Länder wollen sich dieser Klage nicht anschließen. Es ist auch klar, warum sie das nicht wollen. Weil sie hier, die CSU und die FDP, ein erbärmliches Theaterstück inszenieren. Eine verschärfte Neiddebatte pünktlich vor Wahlen. Ich muss Ihnen zugestehen, das, was Sie können, das können Sie. Sie haben die Inszenierung dieser Neiddebatte, man braucht nur die Medienberichterstattung zu sehen, großartig hinbekommen. Inhaltlich löst aber Ihre Klage nicht ein einziges Problem. Im Gegenteil, sie schafft neue. Die Probleme des Länderfinanzausgleichs müssen aber gelöst werden. Er ist dringend reformbedürftig, weil er zu völlig falschen Anreizen bei Geber- und Nehmerländern führt. Die Folge ist, dass wir im Bundeshaushalt, sondern bundesweit dem Fiskus rund ein zweistelliger Milliardenbetrag jedes Jahr fehlt, also weit mehr als der Länderfinanzausgleich im Gesamtvolumen ausmacht. Deshalb und weil die aktuellen Regelungen zum Ende des Jahres 2019 auslaufen, haben alle Bundesländer, Geber- wie Nehmerländer, ein elementares Interesse an einer Neukonstruktion des Länderfinanzausgleichs. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen von der CSU, Verhandlungen darüber, ohne eine eigene konzeptionelle Grundlage zu haben, die sind von vornherein zum Scheitern verurteilt. Auf dem Geldsack sitzen und sagen, mir gebet nichts, ist keine Konzeption, liebe Freunde. Wer nicht weiß, wo er hin will, über was will er denn dann verhandeln? Deshalb haben die Grünen, Geber- wie Nehmerländer, gemeinsam unsere Pflicht als Politiker erfüllt und ein Konzept vorgelegt. Sie aber, die geborenen, Mensch, Kerl, lies es doch einfach mal durch, das finden Sie bei uns auf der Homepage. Sie aber, die Klageweiber der Nation, verweigern hier seit Jahrzehnten jede konstruktive Aktivität. Das ist ein gravierendes Politikversagen Ihrer Staatsregierung. Liebe Kolleginnen und Kollegen auf der rechten Seite, lassen Sie mich auch ein paar Sätze, weil das im Moment gerade überall in die Tonne getreten wird, über bundesdeutsche Solidarität verlieren. Ein schönes Wort, das in keiner Ihrer Reden fehlt, was aber leider längst bei Ihnen zur leeren Hülse verkommen ist. Solidarität ist einer der Grundfesten unserer Gesellschaft. Und deswegen schreibt uns auch das Grundgesetz in unserer Bundesrepublik, wir sind kein Staatenbund, sondern eine Bundesrepublik, die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse als elementare Grundlage für unser föderales System vor. Und konkretisiert wird das in Artikel 107, in dem es heißt, unterschiedliche Finanzkraft der Länder ist angemessen auszugleichen. Wie wollen Sie denn mit Ihrer Einstellung diesen Verfassungsauftrag ernsthaft erfüllen, wenn Sie wissen, dass zum Beispiel ein Land wie Sachsen eine Steuerkraft hat, die rund bei 40% des Bundesdurchschnittes liegt? Ja, da geht es um zweistellige Milliardenbeträge, die im Wesentlichen ja über den Bund-Länder-Ausgleich funktionieren. Es ist doch völlig utopisch zu sagen, das wäre also etwas, was man mit relativ kleinen Summen irgendwie lösen könnte. Nein, das ist ein materielles, riesiges Problem dieser Gesellschaft. Und da setzen Sie sich hin und sagen, nee. Auch wirtschaftspolitisch im Übrigen ist langfristig für Bayern ihre Politik desaströs, denn die bayerische Wirtschaft ist noch viel stärker mit Deutschland verflochten als beispielsweise mit der europäischen Wirtschaft. Es liegt im Eigeninteresse Deutschlands, dass wir auch mit unserem eigenen Geld dafür sorgen, dass die europäische Wirtschaft nicht zusammenkraft. Und genauso ist es im Interesse Bayerns, dafür zu sorgen, dass der Verfassungsauftrag der gleichwertigen Lebensverhältnisse auch in Wirklichkeit gelebt wird. Denn diese Solidarität und diese Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse ist die Grundlage für unsere Prosperität hier in Bayern. Das hat Bayern ja auch selbst erfahren, Solidarität. In den Jahren des Wiederaufbaus wissen Sie doch selber, so naiv sind Sie ja nicht, dass es nicht die bayerische Staatsregierung war, die dafür gesorgt hat, dass wir nachhaltiges Wirtschaftswachstum hatten. Es war die glückliche Fügung von zwei Faktoren. Der erste Faktor war, wir hatten einen Neugründungsboom in Bayern mit Mitteln der anderen Bundesländer, genau in der Phase des Wirtschaftswunders, als wir über gigantische neue Industrialisierungen in Deutschland geredet hatten. Und in dieser Zeit war es zum Zweiten, waren es die Länder wie NRW oder Baden-Württemberg, NRW mit der alten Schwerindustrie,
die uns über 40 Jahre hin die Möglichkeit und die finanziellen Mittel gegeben haben, dass wir diesen Boom ausnutzen konnten und selber in dieser Zeit die neuen Industrien geschaffen haben. Und dann hatten die nach dem Lebenszyklus der Schwerindustrie, der kohlebasierten, als das den Bach runterging, hatten wir die modernen Industrien. Und dann ist völlig klar, dass jetzt die Solidarität anders läuft, dass wir mit den neuen Industrien deren Umbau mitfinanzieren. Das ist eine völlig logische Sache, die sich ergibt aus dem, was Bayern selber bekommen hat. Klammer auf, Kollege Schmidt, Klammer auf. Und wenn ich mir das Milliardenversagen bei der Maxhütte anschaue, dem einzigen schwerindustriellen Standort, den Sie hier in Bayern hatten, dann würde ich mal ganz ruhig sein, bevor ich irgendein kritisches Wort über NRW verliere, die ein hundertfaches Volumen an Problematik zu bewältigen hatten. Deshalb noch einmal, jetzt seien Sie mal ruhig, melden Sie sich zu Wort. Deshalb noch einmal, unser Wohlstand in Bayern beruht auf bundesdeutscher Solidarität und deswegen schaden CSU und FDP mit ihrer unsolidarischen Politik, die ja auch imagebildend ist in ganz Deutschland, dass jeder versucht, sich auf seine Insel zurückzuziehen. Mit dieser Politik schaden wir der wirtschaftlichen Prosperität und den langfristigen Interessen, nicht nur in Deutschland insgesamt, sondern auch in Bayern. Liebe Kolleginnen und Kollegen auf der rechten Seite des Hauses, gegenüber Europa spielen Sie Ihre falsche Neidkarte mit einer ebenso end- wie folgenlosen Kaskade roter Linien, ein Stück, das das Publikum mittlerweile mit Recht anödet. Und innerhalb Deutschlands legen Sie keine Konzepte, was Sie müssten, zur Reform des Länderfinanzausgleichs vor, weil Ihnen das ja die feine Möglichkeit nehmen würde, mit einer laut betrommelten Klage vor dem Bundesverfassungsgericht kurz vor der Wahl die Neidkarte zu spielen. Doch diese Klage ist nicht nur eine typische Mir-Samir-Symbolpolitik zu Wahlzeiten, sondern sie schaden bayerischen Interessen. Oben habe ich einige Elemente genannt. Denn die Klage ist, ja, rufen Sie jetzt doch, also Sie können nicht gleichzeitig telefonieren, Sie können nicht gleichzeitig telefonieren, mir reinreden, sich hier aufmachen und halten Sie bitte Ihren Mund. Durch diese Klage ist nicht nur die typische Mir-Samir-Politik zu Wahlkampfzeiten wieder Freiheit, fröhliche Urständ, sondern sie schaden bayerischen Interesse. Erstens, Ihre Klage ist schädlich, weil alle Beteiligten, Geber wie Nehmerländer, bis das Verfassungsgerichtsurteil da ist, wie ein Kaninchen vor der Schlange stehen werden und nichts tun werden. Das zeigt die Erfahrung all dieser Klagen, obwohl Verhandlungen besser heute als morgen beginnen sollten. Sie verhindern das mit Ihrer Klage. Herr Kollege Heilitzki, gestatten Sie eine Zwischenfrage, Herr Kollege. Kriege ich Ärger wegen Redezeit. Ne? Also machen eine Zwischenintervention, bitte. Danach, bitte. Söder hat gesagt, das größte Risiko sei, dass alles so bleibt, wie es ist. Und mit Ihrer Klage, da machen Sie genau, dass dieses größte Risiko eintritt. Die nächsten 3 Jahre wird alles so bleiben, wie es ist. Punkt. Und das Verfassungsgericht wird der CSU auch nicht, glauben Sie mir, den Gefallen tun und Ihnen die Arbeit abnehmen. Das hätten Sie ja gerne. Es bleibt auf jeden Fall Aufgabe der Politik, einer neuen Staatsregierung dann, hier sehen Sie sie, ein neues Ausgleichssystem zu verhandeln. Viel mehr als die Aufforderung an die Länder zu verhandeln, ist bei den bisherigen Verfassungsgerichtsdebatten dazu auch nicht herausgekommen. Und da sollten wir uns ernsthaft die paar Jahre Stillstand sparen. Wer wirklich über die Neugestaltung des Finanzausgleichs verhandeln will und weiterkommen will, der klagt nicht, sondern der entwickelt ein Konzept, in dem er auch die Interessen der Nehmerländer mit berücksichtigt, aufnimmt, damit eine gemeinsame Verhandlung stattfinden kann. Dass Sie dieses in all den langen Jahren verweigert haben, zeigt doch, Sie wollen gar keine Verhandlungen. Was Sie wollen, ist einen Wahlkampfgag zu leisten. Das haben Sie getan. Ist er noch so teuer? Ich habe auf die Schädlichkeit hingewiesen und politische Neiddebatten vom Wahlkampf zu führen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, der bayerische Finanzminister, den ja der Länderfinanzausgleich nur dann was angeht, wenn er es vor den Medien vertritt, aber nicht, wenn wir es hier im Landtag debattieren, der hat kürzlich doch getönt, wir sind solidarisch, aber blöd sind wir nicht. Dummerweise ist der materielle Gehalt, nicht der Show-Effekt, aber der materielle Gehalt Ihrer Politik genau umgekehrt. Sagen Sie es bitte Herrn Söder, Sie sind unsolidarisch und blöd sind Sie auch noch. Vielen Dank.